immer noch Umzugswahn hier, aber naja, Büro ist das Schlimmste. Genau, jetzt Christian Hemschemeier, Paartherapeut, Diplompsychologe, Beziehungscoach und wollte nochmal ein Video machen zu Red Pill. Ich hoffe und bete, dass es das Letzte ist, was ich da jeweils zu machen werde, aber ich habe zwei so gute Kommentare gefunden, die eigentlich ziemlich gut wiedergeben, was ich so denke, die wollte ich einfach mal zum Besten geben hier. Also nochmal, ich finde, irgendwie setzen die sich auch mal, oder einige sind immer sehr mit mir auseinander da, ich weiß gar nicht warum. Ja, da ist viel Gutes drin. Ich sage ja auch diese ganze, ich bin ja auch gerade am Recherchieren für mein neues Buch über Polarität. Also natürlich sind da viele Studien, die man sich wirklich angucken kann. Natürlich wird polares Verhalten viel zu wenig berücksichtigt. Natürlich leben wir in einer krausen Zeit, wo versucht wird, alles einzuebnen. Alles ist gleich und es gibt 700 Geschlechter oder es gibt gar kein Geschlecht und es ist sowieso alles egal und alles ist nur Gender und die Menschen aber merken, es funktioniert nicht, weil diese Prägungen können wir halt nicht mal eben so abstellen. So. Da ist natürlich viel Wahres dran. Ich finde nur, aber das finde ich, kommt auch in diesen Kommentaren jetzt gleich gut rüber, also dass das teilweise was sehr Negatives hat, Abschätziges hat. Jeder, der nicht für Red Pill ist, ist gleich bescheuert und Blue Pill und ein Opa oder eine Oma und auch wenn man das richtige Alter nicht mehr hat bei der Frau, ist man natürlich gleich eine Oma und ja gut, muss man eigentlich gar nicht viel zu sagen. Sehr negativ, was aber nicht heißt, wie gesagt, ich kann verstehen, dass sich diese Bewegung, ist ja nicht die einzige, gibt es ja auch noch MGTOW und Black Pill und ich weiß nicht was, dass sich die entwickeln, weil ja, weil viel zu viel da in eine falsche Richtung läuft, das sehe ich auch so. Aber das sind für mich sind das Extrempositionen, die uns auch nicht groß weiterhelfen. Trotzdem versuche ich mich da detailliert mit auseinanderzusetzen und nicht, wie das ja andersrum oft passiert, dass alles, was nicht die reine Lehre ist, ist dumm und Blupel und Beta und naja, aber das sind ja auch viele, also mein Eindruck, viele junge Menschen, wo ich denke, ey, boah, kriege ich erstmal Kinder und weiß ich nicht, werdet erstmal, sammelt erstmal ein bisschen Berufs- und Lebenserfahrung und dann guckt ihr selber nochmal drüber, das denke ich oft so. Aber gut, ich will auch gar nicht mehr zu sagen, ich lese mal die beiden Kommentare vor. Der eine ist, so, Red Pill funktioniert, hat aber doch etwas Psychopathisches an sich. Also das, ich weiß, was er hier meint, aber das ist natürlich total übertrieben, finde ich jetzt. Aber ich finde schon, das frage ich mich, also das habe ich auch in meinem anderen Video gesagt, dass wenn man so sehr dieser Ideologie oder, die sagen, es ist keine Ideologie, also wenn man diesen Meinungen, die es da gibt, folgt, kann dann das sehr egozentrisch machen. Das finde ich hochproblematisch. Ja, das ist eben genau, was ich auch immer finde, dass es zu sehr abzielt auf Ego, sich einen Vorteil verschaffen und durchsetzen. Naja. Irgendwann ist mir bewusst geworden, dass auf jede Aktion im Leben eine entsprechende Reaktion kommt. Das ist ein YouTube-Kommentar, ne? Wer nach Red Pill-Narrative lebt, zieht dementsprechend die nach Red Pill porträtierten Frauen an. Sprich, wer nur materielle Dinge zu bieten hat, zieht materialistische Partner an. Jedoch sind mir gegen Ende immer häufiger Widersprüche aufgefallen, auf die ich keine Antwort bekommen habe. Beispielsweise: Halte dich von Frauen fern, die viele Partner-One-Night-Stands hatten, da diese einen immer mit den anderen vergleichen. Für Männer soll das aber nicht zutreffen. Ja, genau, Männer dürfen natürlich ihren Harem haben. Da sie immer noch Neandertaler sind. Des Weiteren sind Frauen oft von ihrem Ex noch geschädigt und selber schuld. Jedoch soll es völlig legitim sein, sie nicht wie vollwertige Menschen zu behandeln. Ja, vor allen Dingen, wenn sie älter als 25 sind. Red Pill hat auch gute Punkte für die Probleme des heutigen Datings. Ja, das sich auch so konstruktive Lösungen für ein menschliches Miteinander sind, aber fehl am Platz. Ja, kann ich fühle ich, muss ich sagen. Es hat mir aus der Einsamkeit geholfen und gezeigt, dass ich mit meinen Sorgen und meiner Wut nicht alleine bin. Die im Lösungsansatz mangelnde Empathie gegenüber Mitmenschen hat mich aber gestört. Ja, das ist auch mein Hauptkritikpunkt. Danach ging es für eine Weile zu Jordan Peterson, aber auch der hat eine sehr gut versteckte Agenda. Letztendlich hat jedoch jeder Mensch andere Werte, nach denen er lebt, und wenn möglich möchte man diese weitergeben. Humor, Glück, Schönheit und so weiter. Ja, danke für den schönen Kommentar.
sag ich mal. Der andere Kommentar ist in Englisch. Hatte jetzt häufiger englische Kommentare unter meinen, also sinnvolle englische Kommentare unter meinen Videos. Freue ich mich natürlich drüber. Und ich versuche das mal so on the fly zu übersetzen. Also diese ganze rote Pille, blaue Pille Sache wird ziemlich nervig. Ich dachte, als ich Red Pill entdeckt habe, dass ich irgendwie erleuchtet war. Aber nach 5 Jahren Red Pill, nachdem ich all das gesehen habe und all den Ratschlägen, läuft jetzt alles ein bisschen aus dem Ruder. Wir haben ein Reptiliengehirn. Haben wir, ne? Diese evolutionsbiologisch tieferliegenden Hirnstrukturen. Spaß, Freude, Dopamin und so weiter. Aber wir haben eben auch ein menschliche Seite, menschliches Gehirn. Tinder, Social Media und so weiter triggern unser Reptilienhirn, Männer und Frauen. Ja, die Ratschläge über Heirat und nicht so needy sein sind richtig. Ja, das würde ich auch auf jeden Fall sagen. Ne? Aber viele andere Dating-Ratschläge sind ziemlich toxisch. Ich finde sogar viele Dating-Ratschläge noch wirklich nachvollziehbar. Aber ja, sie können leicht toxisch werden, sind sehr toxisch und füttern vor allen Dingen bei Männern ihr Reptiliengehirn. Die rote Pille wird immer radikaler. Wo soll das noch alles hinführen? Keiner wird gewinnen. Das ist genau das Problem. Man kann nicht gewinnen gegen Frauen und auch Frauen können auch nicht gewinnen gegen Männer. Wir können das nur gemeinsam irgendwie lösen hier, ne? Frauen wollen mehr unabhängig werden. Dann schreibt ja, men are going their own way. Das ist ja diese andere, aber will ich jetzt auch gar nicht einsteigen, diese MGTOW, men are going their own way. Ich sag da am besten gar nichts drüber, weil dann ist es auch immer falsch. Und also sind Männer, die Frauen auf jeden Fall ein bisschen abgeschworen haben, zeitweise zumindest. Jeder beschwert sich über den Bodycount von Frauen, also wie viele Männer die geschlafen haben, da haben wir wieder das Thema. Aber niemand spricht über die Chats, die diesen Bodycount erzeugt haben. Es braucht, you need two to tango, ne? Es braucht zwei zu tanzen. Und ja, wir wollen unsere Samen verbreiten und wir sind vielleicht emotional weniger beeinflusst bei unserer eigenen Promiskuität. Aber auch das ist viel unser Reptiliengehirn. Und bitte, das kann ich so unterschreiben, und bitte hört auf mit den Vergleichen zu den Steinzeitmenschen oder der Steinzeit. Wir sind keine Steinzeitmenschen mehr. Ja, also natürlich kann man jetzt wieder sagen, ja, wir haben, sage ich auch, wir haben auch diese Gene, aber natürlich können wir darüber hinausgehen und können sagen, ich fütter jetzt dies mehr und ich fütter das mehr. Ne? Also Sexualität ist zum ganz hohen Teil kulturell überformt. Da kannst du nicht einfach immer nur sagen, in der Steinzeit war es so und so. Vor allen Dingen, ich beschäftige mich ja für mein neues Buch da gerade intensiv mit, kann keiner genau sagen, wo der Mensch herkommt. Ja, wir stammen irgendwo von Affen ab. Ja, okay. Aber selbst in den Affenpopulationen gibt es ganz unterschiedliche sexuelle Modelle. Also Bonobos daten ganz anders als Schimpansen und die wieder ganz anders als Gorillas. Und da kannst du nicht einfach immer so, wie es passt, herbeten. Ja, wir kommen da und daher, weil das keiner genau weiß. Das weiß keiner genau. Also, und ja, wir können jetzt erforschen, wie das menschliche Dating-Verhalten ist. Aber das ist so ein Zirkelschluss, dann immer zu sagen, ja, das kommt da und daher, weil in der Steinzeit war es ja so und so. Und deswegen hat sich das entwickelt. Und daraus sagen wir dann wieder, ja, weil sich das so entwickelt hat, ist es natürlich heute auch noch so. Also diese evolutionären Schlüsse sind sowieso, das wird jetzt aber viel zu weit führen, hoffe ich, so zu Zirkelschlüssen, sind keine wirklichen Erklärungen. Und wie gesagt, wir wissen es einfach nicht hundertprozentig, aus welchem Bestand wir uns da entwickelt haben und was wir da mitbekommen haben. Das, wie gesagt, allein in diesen ganzen Affen-Gorilla-Populationen gibt es komplett unterschiedliche Dating-Verhalten. Wir Männer und Frauen haben natürlich immer noch Sachen in unserer DNA, im Gehirn, Biologie, wo, was auch immer, aus diesen Steinzeitbereichen. Aber einige von denen sind einfach zunächst mal nütz oder sogar gefährlich, wenn man sich zu sehr auf sie fokussiert.
So, jetzt muss ich mal gerade gucken, dass ich es nicht so sehr abgeschnitten habe hier. Ja, genau wie manche Hormone in deinem Körper einfach so Überbleibsel sind von der Evolution. Ja, halt kann man natürlich trotzdem sagen, wie sehr will man dem jetzt folgen oder nicht folgen, diesen ganzen Dopamingeschichten zum Beispiel, ne? Hört euch auf, einfach nur immer auf die Höhlenzeiten zu fokussieren und denkt mal darüber nach, wie es eigentlich ist, ein Mensch zu sein und wo wir da hinwollen, genau. Mach eine Veränderung in deinem Leben. Nimm mal einen Schritt zurück und denk mal wirklich kritisch über bestimmte Punkte nach. Red Pill Content Creators sind auch Menschen. Das sind keine Götter und sie machen auch Fehler, was ich überhaupt sagen muss. Aber gut, es ist wirklich manchmal, das habe ich auch noch nicht so ganz verstanden, warum das so ein, warum die auch so was Missionarisches haben. Ich denke immer, ja, dann guck mal halt die Videos, findet die gut, ist ja wunderbar. Aber warum muss man die ganze Welt immer missionieren, vor allem die Männerwelt? Ich, keine Ahnung, verstehe ich auch nicht. Wenn man selber so überzeugt von davon ist, dass man Stein der Weisen gefunden hat, das ist doch gut. Muss man eigentlich gar nicht andere davon überzeugen, ist doch scheißegal. Ich weiß nicht, ob denen das so wichtig ist immer. Ich habe keine Ahnung. Also für mich hat es gut getan, mich auf mich selbst zu fokussieren, andere nicht als selbstverständlich wahrzunehmen. Und nicht einfach, ja, so bescheuert zu versuchen, Frauen möglichst stark zu ignorieren. Und es ist wirklich wunderbar zu sehen, wie die Menschen, mit denen ich interagiere, wie die immer freundlicher und respektvoller werden. Ja, weil du sie freundlich und respektvoll behandelst, ne? Genau. Ich weiß, es ist nicht die ganze Wahrheit. Wenn man so co-abhängig durch die Welt rennt, ist auch nicht gut. Aber naja, die Dosis macht das Gift, ne? PS, wenn jemand lügen muss und um jemand anders dazu bekommen, dass er mit ihm schläft, sollte das als moralisch falsch gesehen werden. Du verletzt und beschädigst einfach nur die andere Person. Jeder, der feststeckt in der Red Pill und der überlegt, dass vielleicht sich irgendwas ändern muss, nimm einen Schritt zurück, denk drüber nach, denk kritisch, finde auch bestimmte Lücken in der Red Pill Community. Und das ist der Punkt, wenn du aufhörst, dein Steinzeitgehirn zu füttern und anfängst, deine menschliche Seite zu erforschen. Ja. Aber ich glaube, viele sind sehr verletzt in der Community und ja, wollen sich scheinbar auch nicht wieder verletzlich machen. Ist so mein Eindruck. Keine Ahnung. Aber es ist ein sehr weiser Satz. Dein Respekt dir selber gegenüber und dein Respekt anderen gegenüber wird sich exponentiell vergrößern. Und das ist, was wir in den letzten Dekaden verpasst haben. Ja, vielen Dank für den tollen Kommentare oder für die beiden tollen Kommentare. Mehr habe ich gar nicht dazu zu sagen. Das ist auch jetzt genug dazu. Und habt eine schöne Zeit. Schaut euch das an, was euch Freude bringt. Und ja, bleibt kritisch, egal was ihr guckt. Und wir sehen uns bald wieder.